Und damit ein herzliches Hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Minecraft, wo wir ja nach wie vor Mitte Mai unsere Vorproduktion hier arbeiten und ja mittlerweile schon einen guten Sprung oder Spurt bis nahezu in den ja Mitte Juni hinein geschafft haben sollten. Habe in der Aufnahmesession heute schon 12 Folgen runtergerattert hier. Da geht was. Ist natürlich immer so, wenn man irgendwas Krasses findet und so und man will dann vielleicht auch ein bisschen was das andere was davon haben und es dauert dann aber noch so lange, bis dann die Folge auch zu euch vordringt. Büchse sind ja toll. Die schlafen hier. Wie süß. Ich die eigentlich wecken oder hier runterschieben? Sorry. Ach ja. Okay, gut. Wir sind also jetzt wieder in solchen Biomen hier. Ich wäre ja fast prädestiniert dazu, jetzt voll hier runter in das Wasser rein zu jumpen. Was ich wahrscheinlich auch gleich tun werde. Muss aber bloß gucken, dass ich nicht da irgendwie... Das ist gar nicht so einfach. Ist mir der Vorsprung hier ein bisschen... Aua! Zu groß. Aber gut, wenn wir hier einmal Kohle haben, ich meine. Ach ja. Ja. Können wir ruhig noch ein bisschen Kohle snacken. Nee, so runterjumpen wäre wahrscheinlich in der Bruchlandung geendet. Dadurch, dass der Vorsprung da etwas... Ja, ist auch nicht klein hier, ne? Der Vorsprung da etwas zu weit überstand, da wäre ich wahrscheinlich da drauf geknallt und nicht im Wasser. Es wäre manchmal schon geil, wenn wir so einen richtigen Klippensprung hier machen könnten. In dem Fall, naja. Geronimo, wenigstens so. So, und es geht weiter mit dem Boot. Darüber. Und einfach mal hier durch diese Klippen hindurch, was ja schon irgendwie was Geiles hat. Wie weit sind wir denn hier koordinatentechnisch? Wir sind schon echt wieder gut weit davon gekommen, ey. Wow. Müssen ja die ganze Scheiße dann auch irgendwann wieder zurück. Das heißt, es ist mittlerweile recht spät. Also bevor die Müdigkeit dann irgendwann mal anfängt zu kicken, möchten wir uns dann wirklich wieder mal nach Hause begeben. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 22.30 Uhr. Na gut. Das ist auch so mega bizarr hier, diese Konstellationen hier, boah, Tropfsteinhöhle und so. Kranker Scheiß. Aber es ambitioniert mich nicht. Gerade so Höhlentour eher weniger. Mal so im Vorbeigehen was ein, zwei Sachen mitnehmen, aber reicht auch schon. Ich hoffe, dass jetzt nicht hier irgendwann irgendein Mega-Wasserfall uns da irgendwo runterkloppt. Hier geht's erstmal nicht weiter. Müssen wir also wieder die Reise zu Fuß antreten. Das gestaltet sich hier in diesen Biomen ja doch etwas schwieriger. Aber wie gesagt, wir haben hier ein bisschen Erfahrung mittlerweile. Jump and Run, hier ist ein Bienenstock einfach mal mehr oder weniger im Boden. Ja, wir müssen erstmal hier rüber. Ich will ja mal sehen, was wir hier noch so haben unter ferner Liefen. Ah, aber das wirkt mir hier fast schon wieder ein bisschen... nach zu viel von zu wenig. Alter Schwede, was ist denn das aber auch hier? Holy moly. Ja. Weil so durch so Wälder rein hier, man weiß ja immer nicht, wie groß die dann sind da oben. Warte mal. Da geht die Sonne unter. Also das heißt, das Schneebiom, was wir da oben gerade schon wieder sehen, ist schon wieder ein anderes als das, in dem wir wohl gerade waren. Komm hier, keins der Silber hoch. Aber sieht natürlich auch wieder krass aus. Ja, Wahnsinn. Gut, also davon haben wir hier viel, ne? Es wäre echt mega geil, wenn wir irgendwann einen Dschungel finden würden. Oder was wir auch noch nie hatten, wie gesagt, so ein Waldanwesen. Ich glaube, wie gesagt, eher, dass das Schwarzeichenbiom war oder Fichtenbiom. Dschungel, wie gesagt, wäre geil mit Tempel und so.
Und was wir auch noch nicht hatten, war eine Wüste mit so einem Wüstentempel, wo wir unten Dynamit und sowas finden, hier mit so einer Pyramide. Das hatten wir hier im Survival auch noch nicht. Ich laufe jetzt wirklich einfach mal straight back dem Sonnenuntergang entgegen. Vielleicht auch da so ein bisschen hoch auf den Berg, um mir von da oben wieder einen Überblick verschaffen zu können. Weil wie gesagt, wir müssen früher oder später, Alter. Wir müssen früher oder später alles irgendwie wieder zurücklegen. Außer wir sterben, spawnen in unserem Bettchen, aber dann wären eben alle Sachen, die wir hätten bis dahin gesammelt, wären dann natürlich verschwunden. Und auch unser XP-Level. Und das wäre sehr, 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 sehr schade. Wenn wir es auch bis jetzt lange nicht mehr eingesetzt haben, es wäre sehr schade. So, wenn der Berg jetzt nicht so massivst überhängt, hier haben wir recht gute Karten. Was ist denn? Das ist ja auch schon wieder was anderes hier. Zierlauch. Ja, moin. Davon habe ich erst kürzlich gelesen. Ich hatte mich jetzt nämlich mal wegen diesen Tulpen belesen, wo die so wachsen und so, und hatte unter anderem von Zierlauch gelesen. Hatten wir jetzt so auch noch nicht. Würde ich doch gleich mal die Gunst der Stunde nutzen und versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Also bestenfalls ein 64er. Chancen stehen gut. Weil der haut hier auf jeden Fall mal raus. Zierlauch also, na gut. Irgendwann, sage ich ja, ist unsere gesamte Farm voll mit Blumen. Dass da schon mittlerweile alles wächst. Aber wie gesagt, immer wenn wir mal wieder was Neues finden hier, bin ich davon erstmal sehr angetan. Ach ja, gut, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, 64er voll zu kriegen hier. Haben ja schon 58. So, voll. Easy. Gut, dann schauen wir mal über den Tellerrand. Also hier oben ist Schnee. Wird es mit Sicherheit auch diese lustigen Ziegen geben, genau wie da drüben. Ah, Behutsamkeit, Spitzhacke wäre jetzt geil für das Packeis, ne? Aber. Boah, das geht hier so zerklüftet weiter, ey. Das ist mir ja fast schon too much, wenn ich nicht so neugierig wäre auf all das, was da noch so kommen mag. Ich will aber auch nicht abschmieren hier irgendwo. Beim übermütigen Runterrennen. Wieder Schlucht, wieder Wasser durchzogen. Wieder würde es mit dem Boot weitergehen, wenn wir hier safe nach unten kämen. Ist ja eigentlich fast schon wie ein bisschen dafür gemacht hier. Ja, können wir eigentlich bloß wieder so machen. Ist natürlich von hier unten alles nicht so gut einsehbar. Sieht natürlich schon monumental aus. Tintenfische aus dem Weg. Hier wachsen sogar die Stalagmiten aus dem Boden raus. Boah, ja, krass. Da ist Lava. Da oben ist Tropfstein an der Außenwand. Also, das habe ich so auch noch nicht gesehen hier. Mega cool alles. Mega cool. Also, für solche Reisen, die müssten wir eigentlich viel öfter machen. Wenn es nicht immer so weit wäre und der Rückweg dann auch so schwierig wäre. Weil ich weiß ja nicht, ob wir auf dem direkten Wege dann wieder zurückkommen oder ob wir wieder so rumstisseln müssen. Wir sind ja jetzt echt schon. Boah, wir sind fast so weit weg wie erst, als wir ursprünglich eigentlich im Osten waren. Und jetzt sind wir im Westen und schon wieder so weit entfernt. Zuletzt sind wir dann aus dem Süden gekommen, wo wir über 5000 auf der X-Achse stehen hatten. Auf der Z-Achse stehen hatten. Zu den ursprünglich 130. Wir müssten jetzt zu 450 auf der X-Achse und sind bei 4500, fast 4600 minus. Ja, Z-Achse geht noch. Also, stur nach Hause laufen ist eben hier nicht möglich. Das ist wirklich alles so verknuspert und oh, wir kommen ja hier auch nicht wirklich vorwärts. Das ist ja jetzt. Ja, können wir eigentlich fast. Nur wieder hier sehen, dass wir irgendwie ans Wasser kommen, mit dem Boot wieder eine Runde fahren. Da ist ein Dorf,
am Hang. Was von hier aus natürlich auch sehr geil aussieht. Und das ist wieder so ein Tundra-Fichten-Biom-Dorf. Da gibt es natürlich immer gute Chancen auf Smaragde, aber das ist natürlich auch richtig scheiße in den Hang reingebaut. Da müssen wir mal sehen, ob wir da überhaupt an alle Häuser rankommen, die hier unten stehen. Auf jeden Fall. Das Ganze da oben macht mir ein bisschen Sorgenfalten, aber nichts, was wir nicht schaffen können, wenn wir bemüht sind. Erst mal gucken. Hier haben wir schon mal nichts. Hier haben wir wenigstens 3 Smaragde. Ja. So, hier ist wieder so ein Rüstungsständer-Dingen. Alter, die Katze gräbt sich gerade auch so gottlos durchs Katzenklo, ne? Hier unten waren tatsächlich nur die 2 Häuser. Der Rest ist eben jetzt schon da oben. Ja, gut, das ist natürlich jetzt schon schwierig. Da könnte man maximal versuchen, über hier da erstmal so hoch zu kommen. Ist aber auch nicht so einfach. Na gut, ich meine, alle Stricke reißen, haben wir immer eine Schaufel dabei hier. Das geht alles, wenn man irgendwie möchte. Wie gesagt, bestenfalls nicht sterben. Gesundheit Tapsi, die niest sich hier gerade die Seele aus dem Leib. Na, kommt vor. So, so und so. Da sind wir erstmal hier. Wahrscheinlich jetzt auch wieder völlig für umsonst. Ja, moin. Hätte doch wissen müssen. Ja, und jetzt ist da natürlich ganz da oben noch irgendwie ein Hütchen gewesen. Ob wir da jetzt so einfach, naja, von einfach war glaube ich hier nie die Rede, aber ah, komm. Versuch macht klug. Im Endeffekt, wie gesagt, ist es für umsonst, weil auch in dem Haus nichts drin ist. Aber ja. Dann können wir uns wenigstens da weiter auf den Berg hochgraben. Da ist tatsächlich nichts drin, geil. Bennt einfach so ein Kind. Ha, ganz wichtig. Wichtig und richtig. So, na gut, dann also hier hoch, hier durchs Beet oder was auch immer. Weiter hoch, hoch, hoch. Noch weiter oben waren jetzt aber, glaube ich, auch keine Häuser mehr. Dann ist es nur ein kleines Dörfchen. Oder, warte mal hier. Ah, doch nicht so ganz. Ja, auch wieder beste Position hier fürs Lagerfeuer. Wenn wir hier Kürbislaternen hätten, würden wir die natürlich auch mitnehmen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Häuschen, wo safe was drin sein könnte. Waren, klar. Na komm. Smaragde gehen immer. So, und dann, huch, oh, Vorsicht, Juri, Vorsicht, Juri, Vorsicht, was ist denn hier? Mach dich doch mal aus dem Staub, Alter. Kann nicht dein Ernst sein. Das sind Kürbislaternen. Hier, guck mal. Nehmen wir. Lieben wir. So, das sieht ja auch schön aus. Wunderschön. Ah ja, so ein Ding ist das. Huch. Ui, ja. Gut, aber, ja. Mehr nicht, hm? Schön, also wenn wir Bücherregale brauchen, könnten wir uns ja auch bedienen, aber naja. Nicht Sinn und Zweck der Übung. Auch sehr, sehr, sehr sportlich hier gehalten mit den Schluchten unten drunter, ne? Schleifstein, ja, gut. Ah, gut, weißt du. Am Ende würde sich das jetzt auch nicht weiter lohnen. Mein Gott, sind wir hier schon wieder hoch, ey. Boah, das habe ich ja fast unterschätzt. Mensch, nee, da würde ich fast sogar in die Richtung mal weiterziehen hier und da nochmal so ein bisschen Blick drüber werfen. Ich weiß eben nicht mit der Sichtweite. Ich kann hier nicht so hochjubeln, da stürzt mir hier das Spiel ab, ey. Das wäre nicht das erste Mal. Aber ich will einfach nochmal hier drüber gucken. Wenn jetzt hier weiterhin nur Fichten sind, dann ist das fast schon nicht mehr. Ah, wieder so ein Turm, okay. Naja gut, ist jetzt auch nicht der Shit. Weil da finden wir maximal 2-3 Sachen da drin, die interessant für uns wären. Aber hier so durch die Fichten durchschreddern, ich will eigentlich das nicht. Hier hängt es auch wieder über, kann ich nicht so da reinstürzen. Gut, würde ich mal sagen, setzen wir uns mal ins Boot, halten mal Kurs darauf und in der nächsten Folge werdet ihr erfahren,
was wir bei diesem Türmchen da gefunden haben. Schaut da unbedingt auch wieder rein und ich sag bis dahin, macht's gut und ciao mit V.